in einem knapp 24-stündigen Bewusstseinsstrom den modernen Gegenentwurf zu Homers Odyssee durchlebt. Als Protagonist des Ulysses ging er in die Geschichte der Weltliteratur ein. Dass Blues-Schöpfer, der irische Schriftsteller James Joyce, einen bedeutenden Teil seines Lebens in den altösterreichischen Adriahäfen Triest und Pula zubrachte, ist literarisch Interessierten seit langem bekannt. Nun werden auch Joyces weniger gut dokumentierte Aufenthalte im heutigen Österreich ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Die Fotoshow James Joyce in Österreich wird heute Abend in der Volkshochschule Hietzing eröffnet. Zusammengestellt wurde sie von Andreas Weigel. Ich habe mir gedacht, wenn in Österreich Blumsee begangen wird, kann man das als Anlass nehmen, jene Fotos zu zeigen, auf denen James Joyce in Österreich, sprich in Bregenz am Bodensee, in Feldkirch vor Arlberg und in Salzburg zu sehen ist. Erste Hinweise darauf, dass sich der Meister des experimentellen Romans wiederholt in Feldkirch in Vorarlberg aufgehalten hatte, fanden sich, so der Germanist, in Richard Ellmans wegweisender Joyce-Biografie. Nun bin ich in Feldkirch aufgewachsen und habe davon nie gehört. Ich war anfangs überhaupt unsicher, ob es jenes Feldkirch ist in Vorarlberg oder nicht ein anderes Feldkirch, aber dann waren Beschreibungen von an der Schweizer Grenze und der Fluss Inn ist genannt worden. Und darüber hinaus hat es geheißen, dass Joyce seinen Freund Eugene Jolland erklärt hat, dass sich am Bahnhof Feldkirch 1915 das Schicksal des Ulysses entschieden hat. Das war natürlich sehr, sehr spannend, weil in Feldkirch gab es überhaupt keine Hinweise darauf. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die Stadt auch nicht sonderlich daran interessiert ist, in der Öffentlichkeit dafür bekannt zu werden, dass sie 1915 James Joyce aus dem Zug gezerrt hätten und fast in ein Gefangenenlager gesperrt haben. Im Juni 1915, ein Monat nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn, versuchte James Joyce von Triest aus in die neutrale Schweiz zu gelangen. Als Ire mit britischem Pass galt er jedoch als Kriegsgegner. Trotz zahlreicher Empfehlungsschreiben und Bürgschaften, die ihm seine einflussreichen Sprachschüler und Triestiner Autoritäten ausgestellt hatten, entging er an der österreichisch-schweizerischen Grenze nur um Haaresbreite der Verhaftung. Der berühmte Satz, dass sich am Bahnhof Feldkirch das Schicksal des Ulysses entschieden hat, ist so zu verstehen, dass Joyce der Verhaftung und Internierung entgangen ist. Er wäre in ein Gefangenenlager gekommen, dort wäre die ärztliche Versorgung, auf die er angewiesen war, weil er schwer augenkrank war, wahrscheinlich auch schlecht gewesen, möglicherweise wäre er dann tatsächlich erblindet. Und er hätte vor allem nicht den familiären Rückhalt gehabt von seiner Frau, von seinen Kindern, den er für seine Arbeit benötigt hat. Trotz des traumatischen Erlebnisses zog es Joyce und seine Familie in der Zwischenkriegszeit immer wieder zur Sommerfrische nach Vorarlberg. Noch Anfang der 1930er Jahre soll er in einem kleinen Ritual auf dem Feldkircher Bahnhof des entscheidenden Moments gedacht haben. Jeden Abend um 7:30, wenn der Wien-Paris-Express für 10 Minuten in der vorarlbergischen Grenzstadt hielt, spazierte der erblindende James Joyce auf dem Bahnsteig auf und ab, befühlte mit den Fingern die auf den Waggons prangenden Buchstaben und winkte schließlich dem abfahrenden Zug freundschaftlich hinterher. Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling is a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty have taken root, and my cold chair's gone ashy. In Feldkirch schrieb er übrigens an seinem herausfordernden Spätwerk Finnegan's Wake, in dessen Kapitel mit dem Titel Heaveth Childers Everywhere sich zahlreiche Anspielungen auf Geschichte und Topographie der Stadt Wien finden. Bereist habe Joyce, so Andreas Weigel, die österreichische Hauptstadt jedoch nie. Joyce hat sich das Enzyklopädie Britannica-Kapitel über Wien vorlesen lassen. Und immer wenn ihm ein Wort verwertbar vorgekommen ist, das in seinen Erzählkontext hineingepasst hat, dann hat er das notiert. Und so kommt es, dass eben in diesem einen Kapitel ein gutes Dutzend Anspielungen sind. Ring, Stock auf Eisen, Marion Theresian, Graben, Elsa Ground, Winnie, Hinschwäße, Brother, Brothers. Hier hat man schon das Problem, wie spricht man es aus, weil ja Finnegan's Wake in einer Kunstsprache geschrieben ist, die zwar aus dem Englischen aufbaut, aber alle möglichen Weltsprachen integriert. Where now are all of our children staying?
in kingdom come, all power to come, all glory be to the Father. Alleluia, alleluia. Some here, all no more, all again lost and a stranger. Seit über 10 Jahren erforscht Andreas Weidel die rot-weiß-roten Flecken in James Joyces Leben und Werk. Rund 30 auf der ganzen Welt verstreute Fotografien und Dokumente hat er für die Bloomsday-Fotoausstellung in der Volkshochschule Hitzing zusammengetragen und analysiert. Eine Fotografie aus dem Sommer 1928 zeigt ihn möglicherweise im Kreis der Salzburger Festspielprominenz. Man sieht am Balkon oben eine Personengruppe. Die Kleidung schaut so aus, die Haltung des Mannes und der beiden Frauen schaut so aus, dass es die Familie Joyce sein könnte. Es gibt Familienfotos, wo sie ähnlich sitzen. Das wäre Joyce, das wäre Nora und das wäre Lucia. Eine Detektivarbeit. Das Detektivische sei auch das Spannende an seiner Arbeit, sagt der Literaturwissenschaftler und Kurator Andreas Weigel. Immer wieder tauchten bei der Auswertung fotografischer Dokumente seltsame Widersprüche auf, etwa zwischen dem Bildsujet und der Beschriftung auf der Rückseite. Große Rätsel gab etwa ein Foto auf, das die Familie Joyce im Sommer 1932 zeigt. James Joyce mit Lucia vor einer Bananenstaude. Bregenz-Kenner haben gleich gesagt, das ist die Promenade in Bregenz. Zweifel hat diese Bananenstaude erweckt. Für mich kam einige Zeit daher eher die Insel Mainau in Frage, die berühmt ist für die vielen Bananenstauden. Die Nachfrage im Stadtgarten da am Bregenz hat aber ergeben, dass damals tatsächlich an der Promenade in Bregenz eine Bananenstaude war. Also dieses Foto ist, wie es auf der Rückseite steht, tatsächlich in Bregenz am Bodensee vor dieser Bananenstaude gemacht worden. Das war Leporello von Franziska Dorau, Christa Eder und Anna Socek. Sie hatten guten Morgen Österreich. Noch einen angenehmen